ja mal dazwischen. Was ist es für ein Gefühl? Ein Hammergefühl, ein wirklich Hammergefühl. Und ich habe einen Leitspruch fürs Unternehmen. Man muss das Unmögliche probieren, um das Mögliche zu erreichen. Und danach leben wir auch komplett im Studio. Und das sage ich auch immer meinen Mitarbeitern so. Ich freue mich so. Also die werden jetzt auf jeden Fall mitgefiebert haben. Und wenn die jetzt gleich hören, dass sie als Siegerin von der Bühne gehen, dann wird natürlich die Begeisterung riesig sein. Ich hoffe. Es war nicht nur ein Hammer-Sieg, sondern wirklich auch ein Hammer-Auto. Ich sehe den Hoche hier schon die ganze Zeit schielen. Hoche. Wäre was für dich nächsten Freitag für Let's Dance, ne? Also vielleicht können wir gleich mal ein bisschen ins Gespräch kommen. Ich vermittle da was. Ne? Darf ich da noch was zu sagen? Ja, natürlich. Ich habe das gerade eben erst fertig genäht, während ich das Auto hierher gefahren war. Ja. Wie, aber am Steuer oder wie? Nein, ich war so, ich dachte, das fertig genäht. Das hat mich wohl nochmal schnell in Nadel schicken. Wirklich? Ja, wirklich. Okay, kann auch nicht jeder. Also dann auch dafür noch einen großen Applaus. Ganz toll. Herzlichen Glückwunsch auch an Sie beide. Liebe Nachbar, danke für deine tolle Laudatio. Du kannst auch nicht verlegen lassen. Ich räume auf. Das ist alles.